Und die Mutti, wo ist die Mutti? Ach ja, die ist arbeiten, okay. Und du, wo bist du denn? Eieiei. Noch bist du in der Schule. Ah, jetzt. Hallo, hallo, da bin ich. Ja, kommt, fährt in etwa einer Stunde. Ach ja, da geht er dann noch zur Arbeit. Kampf der Köche für die Hippie. Der Chefkoch des Restaurants veranstaltet einen Wettkampf, bei dem der beste einheimische Koch ermittelt werden soll. Bereite etwas Besonderes zu und mach dich schnell zum Restaurant auf, um am Wettkampf teilzunehmen. Dem Gewinner winkt ein Geldpreis. Ja, klar. Sie kann zwar gar nicht richtig gut kochen, aber... Na, wo geht's hin? Das ist also Malcolm Landgrab. Sehe ich das richtig? Ja, ich sehe das gerade richtig. Kleiner Schnösel. Und bei dem will die was machen. Rumhängen. Ich erlaube es mal. Ja, der macht seine Hausaufgaben. So, wie viel Prozent ist dann fertig? Ist das jetzt... Ach so, seine Fahrgemeinschaft. Ja, dann lasse ich ihn noch kurz Hausaufgaben machen. Sie will gerne ein Objekt kaufen. Das tut mir leid, das machen wir nicht. Spiel im Stadion sehen. Ja, okay, erlauben wir mal. Ja, er hat mir die Hausaufgaben gemacht und wird das nie vergessen. So, und jetzt kannst du mal bitte zur Arbeit gehen. Allmählich. Oh Gott, bald dich. Los, renn. Ja, den Stuhl ranschieben kannst du später. Hallo. Oh, gut. Ist zu spät zur Arbeit gekommen. Ah. Ja, das ist blöd. Huch, Alter, was ist das denn für ein Tempo? Siehst du richtig, dass das ein Kind war? So, wo ist denn die? Ah ja, die macht Hausaufgaben. Ein fleißiges Kind. Shanja. Ja, 5 minus 4, 1, die Wurzel aus, 81 ist 9, Vektorfunktionen, wenn sie Chubala Kafuni, Karashia, Nupa, hör mal auf zu labern, Mark, Amir, Chimina Fuba, wieso mache ich eigentlich Zehntlerstoff, ich verstehe das nicht, Manuela, löse nach X auf, also, Zilda, Ashi, hier so, dann ist Orwo. 12 hoch 2 gleich 7x. Okay. Minus 7x. Kacke, Mann. Super. Ja, die ist fleißig, die Kleine. Und total süß. Oh, Chifta. Oh. Ich finde die toll. Die sind jetzt beide arbeiten. Mit denen kann man eh nichts machen. Das heißt, guck ich mal meine Hausaufgaben machen zu. Aha. Miraka. Ist auch bald fertig, ist ein kluges Kind. Besucht schon einen Freund und dann machst du nur Hausaufgaben. Das ist schon ein fleißiges Kind. Ja, guckst du mich an? Ja, Tachchen. Hallo. Och. Day-day. Ja, dann kannst du mit denen doch mal lustig... Erzähl dir mal eine Geschichte aus der Schule. Ja, in der Schule habe ich eine Glühbirne gewechselt und da habe ich einen Lebkuchenstern gegessen. Von Broadway runter. Und dann habe ich Gewichte gehoben. So lustig. Ja, siehst du. Ja, das ist so lustig. Ja, mein Kind. Ja. Hat er gerade Asshole gesagt? Bist du fertig? Nein, du bist nicht fertig. Ja, was brauchst du denn? Hygiene, du kannst mal nach Hause gehen, meine Kleine. Das kannst du mal machen. Und dich mal ein bisschen um dich selbst kümmern. Kannst was naschen und kannst vielleicht mal dich waschen. Und dann kannst du dann vielleicht mal deine Hausaufgaben machen. Ich muss damit aufhören. Was ist das denn hier? Ist aber billig gemacht, ne? Oh, jetzt geht's los. Meow.
Lalala. Die müsste jetzt noch so einen Kometenschweif hinter sich herziehen. Das wäre doch geil. Huch. Nein, ich will trotzdem auf der bleiben. Ja, ja, der ist bald fertig, der George. Was hier los? Sie ist ein bisschen schmutzig. Ja, dann kann sie ja jetzt mal. Huch, wo ist sie denn? Ach, da ist sie. Okay, dann kann sie ja jetzt als allererstes mal ein Bad nehmen. Dann kann sie mal Reste essen. Sag mal Macaroni mit Käse, ist ja Abend, da kann man warm essen. Und was noch? Was braucht die Kleine noch? Ja, ein bisschen Spaß könnte sie haben, aber vorher kann die mal ihre Hausaufgaben fertig machen. Aber da könnte ihr Bruder ihr ja dabei helfen. Folglich machen wir das noch nicht. Ja, das Schulbuch kann er später lesen. Seine Hausaufgaben zu nicht mal 30% abgeschlossen. Da bist du viel fleißiger, ne? Ja! 79 Simoleons. Danke, Kleiner. Ja, Sinn für Humor. Und ja, ist zur Arbeit gegangen. Ja, und jetzt muss nach Hause. Das ist toll. Der kommt jetzt nach Hause. Da kommt er angebraust. Was der auch für einen Bremsweg hat. Du, was brauchst du? Lass mal sehen. Eieiei. Du kannst jetzt nämlich erst was essen. Du wechselst dich mit deiner Schwester nämlich ab. Reste essen, isst da auch mal Macaroni mit Käse. Danach kannst du baden gehen. Jo. Und danach hilfst du deiner Schwester bei den Hausaufgaben. Ne? Wenn das geht. Ja, du bist schon ein hässlicher Fatzke. Ja, Mann. Ich esse fett die Macaroni, Alter. Ja, dann iss mal fett deine Macaroni, Alter. Und was ist denn das hier für eine Scheiße? Ausschalten. Junge, die schmecken voll fett. Die schmecken so schwarz wie meine Seele. Alter, man sieht nur mein eines Auge, weil das emotional wirkt. Mein Kinnbärtchen ist auch gar nicht angeklebt und ich trage auch einen Nietenhalsband, als wäre ich ein Köter, aber ich arbeite auf dem Kieslaster. So. Auf dem Kieslaster arbeiten, das geht doch gar nicht. Jetzt wart doch mal fertig. Guck du nicht immer so böse, mein Gott. Du siehst eh schon aus wie ein Mädchen von hinten. Von vorne auch. Zwischen den Beinen auch. Jetzt bad doch mal schneller, weil der will gleich ins Bad, der Junge. Lass den doch mal ins Bad. Ja, dann darfst du jetzt aufhören zu baden. So, Kawati? Ja, ja, wir haben es ja verstanden. Jetzt kannst du bitte baden gehen. Ja, dann lass die Kleine mal vorbeigehen. Und die kann jetzt erstmal was mampfen. Ham, 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 ham. Lecker, 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 ne? Ja, dann mampf mal schön. Wo ist ein Hippie? Ja, die hat gleich frei. Eine halbe Stunde ungefähr, 20 Minuten. Jo. Guten Appetit, Kleine. Dankeschön. Als die Pina auf der Toilette war, haben sich ein paar Kollegen an ihrem Computer zu schaffen gemacht und massenhaft peinliche E-Mails verschickt. Es brechen alle in höhnisches Gelächter aus, wenn sie sehen. Hippina würde am liebsten im Boden versinken. Wenn sie nicht so fett wäre, dann könnte sie das auch. Na, wo bist denn? Mein Gott. Zu laut. Ja, dann geh doch mal heim. Ja, und die Kleine hat schon fertig gegessen. Hat die jetzt noch Hunger? Nein, die ist satt. Die könnte aber mal kurz... Nein, die macht dann gleich mit ihm Hausaufgaben. Wartet aber noch ein bisschen. Davor kann sie ein bisschen Spaß haben. Nicht du, sondern du. Ne? So. Und du, Hippie, was kannst du machen? Hunger hast du. Dann kannst du auch mal kurz Reste essen. Macaroni mit Käse. Ja, hast dich ganz gut gewaschen. Und danach kannst du ja vielleicht mal... Ja, wo hast denn das? Da haben wir's. Da kannst du magnetische Anziehungskraft lesen, dann hast du auch deinen Spaß. Du magst ja keine Technik, keine Fernseher. Ja, Kleine, ist doch gut. Och, Mann. Ich krieg mal so Mitleid, wenn die jammert. Das klingt so süß.
Die ist sowieso der Star der Familie. Ne? Bist du doch. Die Fernbedienung ist größer als ihr Kopf. Ja, du bist müde, ich weiß, aber du musst noch ein bisschen Hausaufgaben machen. Gucken die da? Ja, Affensex. Das ist was für kleine Kinder. Und er verwöhnt sich gerade ein bisschen. Habt ihr eigentlich Wünsche? Noch nicht versprochene, die ich eh eigentlich nie erfülle. Angst im Dunkeln, drin oder im Sonnenlicht wird dieses feige Leiden gelindert. Oh. Er hat Angst im Dunkeln. Ja, jetzt hör auf zu meckern. Jetzt kannst du das mal sein lassen und du kannst mal eben... Hä? Ah ja. Nein. Nach Hause einladen. Wo wohnt du? Wo wohnt ihr beide denn? Jetzt überleg doch mal kurz. Meine Güte. Hilfe bekommen von Georgius. Dass der seine Hausaufgaben macht, ist mir egal. Also, naja. Ja, doch. Doch. Du machst jetzt Hausaufgaben. Kannst jetzt ganz viel rumheulen, das hilft nichts. Was machst du denn schon wieder? Nein. Du sollst der Kleine beim Hausaufgaben machen helfen. Ja, das ist richtig. Ja, du machst das alles falsch. X ist nämlich Y. Mann, du bist so blöd. Warum will ich überhaupt, dass du mir hilfst? Das ist doch lächerlich. Oh Mann. Ja, das ist eine Vektorfunktion. Das ist eine Parabel. Mein Gott, bist du blöd. Kannst du nichts außer dir die Haare kämmen, verdammt. So kann ich auch selber. Geh ins Bett, du Idiot. Was anderes kannst du eh nicht. Ja, dann geh mal ins Bett, du Idiot. Was anderes kannst du eh nicht.